Wir akzeptieren nicht die Situation, die wir sehen, sondern wir erwarten, dass das, was der Herr sagt, der gesetzte Standard ist. Du bist gerufen, mit einem heiligen Ruf ihm zu dienen. Dein Leben hat eine Bedeutung. Du hast eine Berufung auf deinem Leben. Du hast einen Platz, der strategisch gesetzt ist, im Reich Gottes dem Herrn zu dienen. Und wenn du jetzt sagst, okay, Karriere, Versorgung, Geld, alle diese Dinge, die sind mir auch wichtig, dann möchte ich dir sagen, ja, das sind vielleicht gute Dinge, aber es ist Gnade, wenn du sie genießen darfst, aber es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass du antwortest auf diesen heiligen Ruf, dass du antwortest auf das, wo der Herr sagt, ich habe einen strategischen Plan für dein Leben. Ich habe etwas, was nur du erfüllen kannst in meinem Reich. Und ich möchte, dass du darin vorwärts gehst. Vielleicht sagst du jetzt, ist ja alles ganz gut, aber in meinem derzeitigen Leben sieht es ganz, ganz anders aus. Das, was ich jetzt erlebe, das, was ich sehe, das ist nicht das, von dem du da sprichst, dass ich das machen sollte. Ich habe mit so vielen Dingen zu kämpfen, dass ich mir überhaupt keine Gedanken machen kann über das, was der Herr möchte. Ich möchte das ja gerne, aber die Last, die ich empfinde, die ist einfach zu groß. Ich möchte dich heute ermutigen mit einem Wort aus dem Alten Testament, was dir wirklich weiterhilft, was dich ermutigt, einen ganz neuen, anderen Blick zu bekommen. Ich lese dir das jetzt vor aus Jesaja 10, Vers 27. An jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch vor dem Fett. Das war eine Zusage Gottes an sein Volk, das in feindlicher Bedrängnis war, das nicht mehr aus sich selbst heraus Kraft hatte, weiterzugehen, die Dinge zu verändern. Und der Herr hat Jesaja, seinem Propheten, dieses Wort für das Volk gegeben. Es wird ein Tag kommen, da wird er das Joch des Feindes von deiner Schulter wegreißen. Das ist ein Wort, das gilt für dich heute. Es wird ein Tag kommen. Es wird der Tag Gottes kommen, der ist gesetzt für dich. Da wird er dieses Joch von deiner Schulter reißen. Was auch immer dich bedrängt, es wird dieser Zeitpunkt Gottes kommen, wo er dieses Joch wegreißt, wo er den Feind zurückdrängt, wo die Dinge sich verändern. Verstehst du, es geht um mehr als um das, was du jetzt siehst, sondern es geht um das, was der Herr strategisch gesagt hat und gesetzt hat. Diese Zeit wird kommen. Ich ermutige dich, dran zu bleiben am Herrn, dran zu bleiben an seiner Verheißung, dran zu bleiben und zu fragen und nicht nachzugeben, was ist meine Berufung, wo muss ich weitergehen mit dir, Herr? Und ich wünsche dir, dass du einfach erkennst in der Tiefe deines Herzens, Gott hat mehr für mich.